Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein GU-Hakenschloss und das ist defekt. Und da ist die Frage nun so, wie kann ich praktisch das lösen, wenn sich das einfach nicht mehr dreht? Ich sage mal zum Kunden, er geht einfach bei und bohrt einfach da, wo die Schraube sitzt. Also das kann man jetzt mal hier so ganz gut sehen. Also jetzt hier die Schraube, dass man einfach da in der Höhe, da wo das ist, einfach ein Loch reinbohrt, ein 5 mm Loch, mit dem Schraubendreher löst das und dann kann man das dementsprechend aushaken. Ich werde das jetzt nicht machen, weil ich jetzt das Schloss eben so öffne. Dann kann ich den Schieber hier betätigen und kann das Gestänge dementsprechend auch da wieder abmachen. Gut, so, das werde ich jetzt mal machen, das Schloss eben reparieren. Wie gesagt, ich wollte nur mal eben erklären in diesem Video, wie löst man praktisch die Stange von dem GU-Schloss, wenn das Schloss sich nicht mehr bewegen lässt und ist defekt. Einfach da ein Loch einbohren, Schraubendreher rein, Schraube lösen und weil dann ist hier vorne ein Loch drin, aber das ist nicht so schlimm, das ist nicht so tragisch. Okay, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.